Guten Morgen, Leute. Ich bin mega, mega müde, sehe auch extrem fertig aus. Aber ich kriege heute meine Weisheitszähne gezogen und ich dachte, ich könnte das ja vielleicht irgendwie mal vloggen oder so, wenn ihr es irgendwie interessant findet. Ja, ich kriege direkt alle 4 Weisheitszähne rausgezogen und das schon bald. Also ich muss mich jetzt mal fertig machen. Ich ziehe nur was anderes an. Ich muss meine Zähne vielleicht auch putzen und so. Aber sonst muss ich mich ja jetzt nicht wirklich schick dafür machen. Oh, ich hab Schiss. Irgendwie habe ich Angst. Ja, ich dachte, ich nehme euch halt einfach heute mit und die Tage danach und erzähle euch so, wie es mir so ergeht. Und keine Ahnung, vielleicht ist es ja irgendwie ganz interessant und ganz lustig oder so. Vor allem, wenn ich dann wie so ein Hamster rumrenne. Aber ich habe jetzt voll wenig Zeit. Ich muss mich ein bisschen beeilen, deswegen los geht's. Ich habe mich jetzt umgezogen, also ich habe jetzt nichts Krasses an. Einfach nur ein T-Shirt und eine Shorts, weil es heute jetzt schon sogar 21 Grad sind und es werden heute bis 28, 29 Grad, deswegen. Also schminken tue ich mich sicherlich nicht. Ich muss jetzt nur so ein Gesichtswasser und eine Creme und das war's. Das passt dann schon. Ich gehe heute auch wegen Weisheitszähnen logischerweise nicht in die Schule. Ich habe die Behandlung halt um 8 und die Schule wird halt um 7.55 Uhr anfangen, deswegen, ja. Erstmal guten Morgen und viel Glückwünsche. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Verliebt, dass du an mich denkst, ja, ich hoffe auch, dass alles gut geht. Und viel Spaß heute in der Schule. Haha. So, ich habe halt jetzt länger Zähne geputzt und ein bisschen Zahnseide und alles mögliche benutzt, damit meine Zähne tiptop sind. Ja, jetzt muss ich langsam los. Ich habe mir gerade eine Playlist erstellt und nehme Kopfhörer mit, weil meine Mom und noch eine Freundin und voll viele von euch haben mir so einen Tipp gegeben, dass ich auch während der Untersuchung auch Musik hören kann, weil das Bohren braucht man da, ja. Also irgendwie die Geräusche sollen dabei am schlimmsten sein, deswegen habe ich Kopfhörer dabei und mir extra eine Playlist erstellt mit lauten Liedern, mit so Partyliedern. Ich gehe dann da richtig ab. Ohne Spaß jetzt, ich habe ein bisschen Angst, weil mein Bruder hat die Weisheitszähne vor einer Woche gezogen bekommen. Ich konnte es halt nicht, weil ich war auf so einem Holy Festival den Tag danach und es wäre dann nicht so praktisch gewesen. Auf jeden Fall hat der nur 2 entfernen lassen und der ist schon wie so ein Hamster rumgelaufen und ich bekomme direkt alle 4 raus, deswegen Und der meinte halt, die Operation wäre nicht so schlimm, sondern die Tage danach wären schlimmer. Deswegen cool. Ja, ich habe mir die nächsten Tage auch erstmal nichts vorgenommen. Treffe mich mal wahrscheinlich erstmal nicht mit Freunden oder so, sondern chill einfach. Mal schauen, wie das wird. Ich muss jetzt auch schon runter. Es ist jetzt schon 49, 7.49 Uhr übrigens. Um 8 fängt es an und wir müssen da jetzt noch hin. Deswegen, ja. Das sind meine Weisheitszähne. Das ist so gruselig. Ich spüre kein Ding zu mir. Bin ich angeschwollen? Nee. Dich? Nein. Ich habe so große Spritzen reingekommen. Ich spüre meine Zunge nicht mehr. Du redest auch ein bisschen komisch. Echt? Ja, ich. Fühlt sich an wie ein anderer Mensch. Als wäre das nicht mein Kind. Du redest, als wärst du betrunken. So, alles geschafft? Ja. Mhm. Oh, das ist sowas von mir. Ich bin schon eine Stelle. Hey Leute, meine eine Hälfte ist noch ziemlich betäubt. Ich kann auch den Mundwinkel nicht wirklich anziehen. Aber mir geht es auf jeden Fall schon wieder besser. Obwohl, oh, ich habe gerade auf die Zunge gebissen. Ich spüre das alles noch nicht ganz. Obwohl die Betäubung halt schon ziemlich nachgelassen hat. Also ich spüre fast nichts mehr. Ist ja jetzt auch schon ein paar Stunden her. Wir haben jetzt 13 Uhr. Und ich habe jetzt so Hunger. Meine Mama hat mir jetzt Buchstabensuppe gemacht. Und ich muss hier die ganze Zeit Arnika und Ibuprofen und alles nehmen. Und es wird eigentlich jetzt schlimmer, weil die Betäubung halt nachlässt. Und spüre ich das alles erst richtig und jetzt tut's sehr weh. Ich halte euch gerade die ganze Zeit auf Instagram auf dem Laufenden. Und voll viele sind so süß und schreiben mir gute Besserung und so. Also ist mega süß.
Leute, die beste Geschichte. Der ist volle Kanne gegen Baum gelaufen. Jetzt gehen die Streifen seit 2 Tagen nicht ab. Wir müssen den mal waschen. Aber man kann den Pudel, also man soll die nicht so oft waschen wegen dem Fell. Aber der hat jetzt seit Ewigkeiten hier so einen Streifen. Ich weiß mich nicht. Hey Leute, ich sehe jetzt so schrecklich aus. Man sieht halt die Anschwellung schon. Und hier ist es auch voll blau, sieht man das? Man erkennt es wahrscheinlich gar nicht, aber hier ist es eigentlich relativ blau. Und die Seite ist, glaube ich, auch mehr angeschwollen als diese bis jetzt. Ich muss sagen, von den Schmerzen her geht's. Das Ding ist, ich nehme die ganze Zeit Schmerzmittel, Ibuprofen und so, deswegen funktioniert es. Wenn das aufgehört hat zu wirken, ist es wieder richtig, richtig unangenehm. Nur deswegen funktioniert es eigentlich. Bin halt mal gespannt, wie die Nacht wird, weil jetzt tut es eigentlich schon ziemlich weh. Aber ich muss die halt jetzt noch nehmen, weil ich habe die länger schon nicht mehr genommen, aber... Ich merke halt schon so voll die Anschwellung und man sieht sie eigentlich auch schon. Aber Essen ist nicht so angenehm, Trinken ist nicht so angenehm. Und was ich eigentlich den ganzen Tag mache, sind Serien schauen und Eis essen. Ich habe heute 3 Eis gegessen, einfach weil es halt voll kühlt und eigentlich nur deswegen. Und es schmeckt halt relativ gut, aber ich esse es auch so langsam dann, weil es halt einfach weh tut. Und ich mache mich jetzt fertig und gehe schlafen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es wird, meine Zähne zu putzen. Ich werde euch dann am Ende des Videos einfach noch so generelles Feedback geben, so wie die Behandlung war. Ich werde auf alles näher eingehen und ich weiß nicht, ich habe halt jetzt einfach nicht so Lust, so viel zu reden, weil es nicht so angenehm ist und auch ein bisschen weh tut und so. Deswegen will auch nicht, dass die Nähte wieder reißen und ich meinen Mund so weit aufmache. Das Gute ist, wir haben jetzt im Moment nicht mehr richtige Schule. Also bei mir sind jetzt alle Noten schon eingetragen und so. Das heißt, ich verpasse jetzt auch nicht so viel, weil ich gehe morgen definitiv wahrscheinlich nicht zur Schule. Okay, ich wollte euch einfach nur gute Nacht wünschen. Mal schauen, ich melde mich dann mal morgen. Hey Leute, guten Morgen. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, ist meine eine Backe vor allem extrem angeschwollen. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich habe es irgendwie voll gemerkt, dass die Backe viel mehr weh tut und die Seite halt irgendwie viel mehr anschwillt und schon weh. Ich nehme halt direkt immer Medikamente, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es mir richtig schlecht geht oder so, eigentlich echt nicht. Aber ich fühle mich halt nicht so gut und esse die ganze Zeit jetzt zum Beispiel Babybrei. Ja, ich dachte, ich gehe jetzt trotzdem mal duschen, vielleicht schminke ich mich, mache mich ein bisschen fertig, einfach damit ich mich besser fühle. Ich fühle mich halt dann noch so scheiße und wenn ich mich dann nicht fertig mache, nicht aus dem Bett komme und so, dann fühle ich mich noch beschissen. Ich denke, ich kann halt wenigstens das Beste draus machen und dann kann ich mein Zimmer vielleicht auch noch ein bisschen dabei aufräumen. Die Nacht war übrigens auszuhalten, also ich bin halt schon öfters aufgewacht und so, habe mir öfters mal einfach wieder ein Kühlpack geholt oder Arnika oder so genommen, aber sonst ging es eigentlich echt total, ich habe normal geschlafen, war jetzt echt nicht schlimm oder so. Also falls ihr jetzt bald eure OP habt, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich finde, das Schlimmste dabei ist Zähneputzen, also generell die OP an sich. Zähneputzen, essen und schlucken, also irgendwie Wasser schlucken und so trinken. Ich habe so viel seit gestern getrunken, ich weiß, dass es extrem ungesund ist. Aber es tut einfach so weh und ich trinke halt generell extrem wenig Wasser, was ich mal ändern sollte. Ich habe heute auch schon wieder ein Eis gegessen. Ich meine, Eis hilft und das ist ja nur Wassereis. Das kühlt dann extrem schön. Ich finde das total angenehm und so. Deswegen nicht, weil ich Hunger auf Eis habe oder so. Also Eis schmeckt nicht schlecht, aber es ist einfach so angenehm. Ich will mich halt einfach fertig machen, weil ich mich dann besser fühle. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt auch den ganzen Tag gammeln und meine Haare nicht waschen und so, aber... Das macht das irgendwie gefühlt immer nur noch schlimmer, deswegen mache ich das jetzt. Hey Leute, also ich habe mich jetzt fertig gemacht, geduscht und jetzt sehe ich ein bisschen fresher aus. Aber ich dachte, ich kann euch ja jetzt einfach mal erzählen, wie die ganze Operation war. Weil ich denke, schlimmer als heute wird das jetzt auch nicht mehr mit den Anschwellungen und so. Der zweite Tag soll ja am schlimmsten sein mit dem dritten Tag. Und deswegen dachte ich mir so, ich kann euch ja heute jetzt, also jetzt schon erzählen, wie die Operation war, wie das alles so gelaufen ist. Weil ich denke, ihr werdet nicht viel verpassen, wenn ich morgen einfach nicht vlogge. Seht ihr das? Das ist schon ein bisschen angeschwollen. Und die Seite trotzdem schon mehr, ne? Also diese OP war eigentlich ziemlich gut. Man bekommt am Anfang halt so riesen Spritzen in den Mund. Und ich hatte da voll Panik vor,
voll viele meinten, also mein Bruder und so meinte, dass er die gar nicht gespürt hatte. Ich zumindest fand die richtig unangenehm. Ich fand das mit am unangenehmsten von der ganzen Operation, weil danach war ja alles betäubt. Aber das sind halt wirklich so Dinger, die du dann da in den Mund reingespritzt bekommst. Dann halt auch noch an den unangenehmsten Stellen, so in den Gaumen, hinten da in die Backe. Ich war natürlich froh um die Spritzen, aber trotzdem waren die so unangenehm. Ich habe halt dann gemerkt nach ein paar Minuten, dass ich nichts mehr gespürt habe. Das war halt auch so komisch. Weil ich habe wirklich mein Kinn angefasst und alles und dachte mir so, hey, das ist nicht mein Kinn. Das hat sich so angefühlt, als wäre es einfach eine andere Person so. Und meine Zunge wurde taub. Ich hatte deswegen das Gefühl, ich konnte nicht mehr schlucken. Also insgesamt war das halt ein mega komisches Gefühl einfach. Und dann hat er angefangen, das da so aufzuschneiden und so. Und ich habe halt nichts mehr gespürt, was total gut war. Natürlich wegen den Spritzen, wegen der Betäubung. Voll viele machen ja auch Vollnarkose. Oder machen das mit Lachgas und so. Also bei mir war es jetzt einfach nur mit den Spritzen, die Betäubung und das war's dann. Mein Arzt meint halt, ich bräuchte nicht unbedingt eine Vollnarkose und das alles deswegen... habe ich das halt so gemacht, weil ich dem einfach vertraue und ich finde den richtig cool, der ist so nett, mein Arzt, keine Ahnung, ich verstehe mich voll gut mit dem, nur es ist eigentlich auch unwichtig, nur by the way. Aber der war total lieb zu mir, hat sich total viel Mühe gegeben und so. Und dann hat er halt angefangen, das dann so überall aufzuschneiden und so. Und die Weisheitszähne rauszuholen. Könnt ihr euch auch ein Bild von meinen Weisheitszähnen einblenden, falls es euch interessiert. Der hat mich sogar gefragt, ob ich die behalten möchte, aber ich meinte nein. Ich habe nämlich eins gemacht, also für jeden, der irgendwie so schwache Nerven hat oder der es ekelhaft findet, kann ja mal ganz kurz vorspulen oder kurz wegschalten, aber so sahen meine Weisheitszähne aus. Yay! Und das OP-Bild davor, was ihr gesehen habt, habt ihr die vier gesehen. Ich habe nämlich alle vier Weisheitszähne auf einmal rausbekommen. Ich musste die auch rausbekommen, manche müssen es ja nicht. Ich musste es halt. Ich habe auch Ewigkeiten Spange getragen. Ich wollte nicht, dass das jetzt irgendwie mein ganzes Zahnbild und alles zerstört, weil sonst wäre es unnötig mit der Zahnspange gewesen. Und ja, und dann hat er halt geschnitten und dann hat er die Weisheitszähne. Jetzt klingelt jemand. Egal, meine Eltern machen schon auf. Aber dann hat er auch gebohrt und ich finde dieses, oder gebohrt, oder dieses Zertrümmern oder ich weiß nicht. Ich finde, das ist ungefähr das unangenehmste Geräusch. Natürlich habe ich Musik gehört, aber das hört man dadurch trotzdem noch. Das war nicht so geil. Ja? Jemand ist für mich da? Hi. Oh, ihr seid so süß. So, es ist ein paar Stunden später. Meine Freunde haben mich halt irgendwie noch spontan nach der Schule besucht, was mega, mega süß war. Die haben mich so überrascht und ich wusste es gar nicht. Und die haben mir auch Babygläser, also Babybrei mitgebracht. Und noch, ich habe die beide schon leer gegessen. Das sind so, ich weiß nicht, Babybrei zum Lutschen oder so. Also das sind so getränkemäßig. Die waren richtig lecker. Ich habe die jetzt nur aufgehoben, um euch die noch zu zeigen. Ich weiß nicht, ich finde die echt geil. Und die esse ich dann morgen früh oder so. Aber ich wollte euch auf jeden Fall noch die Geschichte weitererzählen von der Operation, also von diesem Eingriff da. Der Zahnarzt hat dann meine Zähne zertrümmert und so und das Geräusch war halt mega, mega unangenehm. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich das trotzdem voll gespürt habe. Also ich meine, den Druck und so spürst du ja eh, aber an einer Stelle hat es voll wehgetan, gerade unten, gerade auf der Seite. Aber der Zahnarzt war halt mega nett und hat das eigentlich voll gut gemacht und voll behutsam und so. Und nach 45 Minuten, 40 Minuten oder so, waren die dann alle draußen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nach dieser Betäubung irgendwie so voll neben mir stand oder so. Ich habe irgendwie auch nur Scheiße geredet. Bei meinem Bruder war es anscheinend genauso, hat meine Mom gesagt. Und irgendwie, ich weiß nicht, das war eine starke Dosierung auf jeden Fall. Ich habe Stunden danach immer noch nichts gespürt, was eigentlich ganz gut war, weil dadurch habe ich halt den Schmerz nicht so mitbekommen. Aber im Generellen war es eigentlich ganz okay. Dann bin ich halt nach Hause. Ich hatte voll viel Blut die ganze Zeit in meinem Mund, was echt ekelhaft war. Ich habe das Blut halt da und raus gespuckt und musste ja dann auf so Wattepads draufbeißen, was auch nicht so angenehm war. Vor allem, ich dachte während der OP so, was ist in meinem Mund? Warum schmeckt das so komisch, dass die irgendein Mittel da reingemacht haben, bis ich gecheckt habe, dass es mein eigenes Blut war. Was halt umso ekelhafter ist irgendwie, keine Ahnung. Ja, also mehr war da jetzt nicht wirklich. Ich würde auch nicht sagen, dass es wirklich weh tut oder dass man davor Angst haben muss. Gar nicht. Also ich meine, ich habe das einmal in meinem Leben. Danach ist es vorbei. Ich muss jetzt einfach nur die Tage warten, bis es endlich mal abschwillt, weil das sieht nicht so schön aus. Irgendwie komisch. Ich hoffe, das geht halt bald weg, ein bisschen die Anschwellung. Voll viele von euch haben mir halt auch geschrieben, dass sie Angst haben davor oder so. Leute, es geht echt total. Also macht euch keinen Stress vor der Operation. Ich meine, ich habe es auch überstanden. Ich habe nur noch Schiss vor den Nähten ziehen dann, aber das passt auch schon. Ich glaube, dass es auch nicht so wild ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube es auch nicht, dass ich sowas von mir ins Internet setze.
glaube, ich sah lange nicht so schlimm aus, aber wie auch immer, ich glaube, das ist irgendwie ganz interessant und ganz unterhaltsam und ich hoffe, euch hat das interessiert. Du kannst mich gerne abonnieren, ist kostenlos und warum nicht, ich würde mich mega freuen und du kannst mir auch auf Instagram folgen, da bin ich eigentlich ziemlich aktiv, da heiße ich RealHannahYT, genau. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, tschüss!